Du hast dich entschieden und möchtest auf Clickvitale umsteigen. Wir haben heute die richtigen Tipps für dich, was es dabei zu beachten gibt. Mit mir Chris, der Spezialist, alles was Material betrifft. Chris, wir haben hier ein paar Radschuhe, wir haben hier Clickpedale aufgebaut. Was sind so aus deiner Sicht die wichtigsten Dinge, die jemand beachten muss, der neu in der Materie ist? Als erstes kann ich einmal ganz klar zu euch allen sagen, Clickpedale und Radschuhe am Rad ist ein völlig neues Erlebnis. Ihr habt eine fixe Verbindung zu eurem Fahrrad und einer der wichtigsten Punkte ist, der Druck am Pedal ist immer an derselben Stelle. Wenn ihr ohne Klickpedale fahrt, steigt sie einmal weiter vorne aufs Pedal, einmal weiter hinten aufs Pedal, weiter außen, weiter innen. Das heißt, eure Druckverteilung und auch eure Belastung auf euer Knie, auf eure Hüfte wird sich immer verändern. Mit einem Klickpedal, mit einem Radschuh habt ihr immer an der gleichen Stelle die feste Verbindung zu eurem Fahrrad. Und das bringt schon einmal, was die Verletzungsprophylaxe betrifft, den ersten großen Vorteil. Der nächste riesengroße Vorteil bei dem Thema sind natürlich heutige Radschuhe, haben im Einstiegsbereich eine Kunststoffsohle, hier im hochwertigen Bereich eine super steife Carbonsohle. Das heißt, durch die steife Sohle, die am Schuh unten drauf ist, haben wir natürlich eine optimale Druckverteilung über die ganze Sohle. Und was die Einstellung betrifft, wir haben natürlich hier die Möglichkeit, erstens diese Schrauben, die hier verstellbar sind, weiter nach vorne oder weiter nach hinten zu schieben. Plus, man hat auch die Möglichkeit, noch einmal mit der Schuhplatte die Rotation zu verändern. Jeder hat unterschiedliche Füße und Beinachsen. Deswegen ist es auch wichtig, sich das Ganze so gut wie möglich einstellen zu lassen. Und deswegen sollte man eine Schuhplatte tunlichst nur von einem Fachmann montieren lassen. Wenn man selber keine Erfahrung darin hat, sollte man das wirklich einen Fachmann übernehmen lassen, weil man muss bedenken, eine kleine Veränderung in der Rotation in dieser Schuhplatte bringt eine Riesenveränderung in deinem Knie und in deiner Hüfte. Ob dein Schuh so am Pedal steht oder so, macht in deinem Knie wahrscheinlich einen seitlichen Unterschied von 10 cm aus. Und deswegen immer gut darauf achten, wie ist eine Schuhplatte montiert und auch, und das ist noch ein wichtiger Punkt, welche Schuhplatten sind montiert. Wir sehen hier zum Beispiel bei dem Modell, wenn man sie so kauft, bekommt man Schuhplatten dazu, die meistens ein Spiel von 15 Grad haben, 7,5 Grad nach links und nach rechts. Das heißt, man kann sich ein bisschen im Pedal bewegen, bevor man ausklickt. Mhm. Das heißt, zusammengefasst, wichtige Elemente sind natürlich, ich habe Möglichkeit, es 15 Grad, mir auch meine Pedale gut einzustellen. Ich glaube, ich kann sie auch weiter vorne und weiter hinten montieren. Was ist so der Unterschied, wenn wir jetzt für unsere Sportler sagen, ambitionierte Rennradfahrer, Druckpunkt ist ja relativ weit vorne am Ballen. Wie sieht denn das bei Triathleten aus? Grundsätzlich versucht man den Druckpunkt, die sogenannte Pedalachse. Das heißt, das ist dieser Bereich, wo einfach die Achse vom Pedal durchgeht. Die versucht man grundsätzlich in die Mitte zwischen Großzehengelenk und Kleinzehengelenk. Die werden markiert. Man zieht eine Linie durch und in der Mitte sollte grundsätzlich die Pedalachse sein. Dort ist der optimale Druckpunkt, um die Kraft auf das Pedal zu übertragen. Im Triathlon gehen wir einen anderen Weg. Im Triathlon versuchen wir, die Pedalplatte immer so weit hinten wie möglich zu montieren. Das hat den Grund, biomechanisch, je weiter die Schuhplatte hinten montiert ist, umso mehr entlasten wir beim Radfahren die laufspezifische Muskulatur. Und durch diese Entlastung der laufspezifischen Muskulatur haben wir in weiterer Folge die Möglichkeit, speziell im Triathlon, nach dem Radfahren einfach noch einen besseren Lauf, je nach Laufstrecke, zu absolvieren. Vielleicht noch ganz kurz zum Pedal per se. Für viele ist es am Anfang immer etwas unverständlich oder vom Bewegungsmuster schwierig. Wie klicke ich in ein Pedal ein und wie komme ich aus dem Pedal raus? Viele haben auch Angst davor, Klickpedale zu verwenden, weil sie glauben, ich komme dann vielleicht irgendwann aus dem Pedal nicht raus, wenn ich aus dem Pedal raus will. Meine Empfehlung dazu, unbedingt, wenn ihr Klickpedale
zum ersten Mal auf euer Rad montiert, geht mit dem Rad zuerst auf die Rolle. Auf der Rolle kann euch nichts passieren. Fahrt auf der Rolle, klickt auf der Rolle immer mal wieder ein, immer mal wieder aus. Man klickt bei einem Pedal grundsätzlich durch das Rotieren der Ferse nach außen oder nach innen aus. Und das könnt ihr auf der Rolle perfekt trainieren. Ein letzter Kniff noch für euch, was die Montage von Pedalen am Rad betrifft. Ihr habt natürlich ein Pedal für die rechte und für die linke Seite. Und jetzt wird es ein bisschen technisch. Wir haben ein Rechts- und ein Linksgewinde auf den Pedalen drauf, damit man die Pedale immer in die gleiche Richtung festschrauben kann. Weil wir wollen ja, dass sich Pedale, wenn man noch vorne tritt, nicht selbst lösen und wenn man noch hinten tritt, auch nicht aufgehen. Deswegen hat das Pedal auf der rechten Seite ein Rechtsgewinde, auf der linken Seite ein Linksgewinde. Das heißt, zur Montage, man setzt das Pedal von außen an der Kurbel an, geht von hinten mit dem Imbus rein. Die meisten Pedale haben auch die Möglichkeit, mit einem 15er Gabelschlüssel das Ganze zu montieren. Man setzt das Ganze an und zieht es dann einfach nach vorne fest. Zum Schluss einmal ein bisschen festziehen. Ihr müsst das Pedal nicht mit viel Kraft festziehen, weil das Pedal löst sich nicht. Das war's schon. Und auf der gegenüberliegenden Seite dasselbe. Das Pedal wird nach vorne festgeschraubt und nach hinten gelöst. Wir haben für euch nun die wichtigsten Tipps für die Radschuhe und die Klickpedale in diesem Video zusammengefasst. Wir werden euch noch in einem weiteren Video dann zeigen, wie ihr auch diese optimalen Einstellungen in einen optimalen Tritt übersetzen könnt.